Hallo und fast schon frohe Weihnachten. Es ist der vorletzte Tag von unserem Video-Adventkalender und damit der letzte Input der Weihnachtsgeschichte. Und ich lese Lukas Kapitel 2, Vers 15 bis 20. Und da die Engel von ihnen gegen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Okay, so diese Verse sind so fett, da ist so viel drinnen. Ich möchte ein paar Sachen rausholen. So, die Engel sind wieder gegen Himmel gezischt. Und was machen die Hirten da? Die sagen nicht, okay, interessant, ja, schauen wir mal, was als nächstes passiert. Sondern sie reagieren auf das Wort, das zu ihnen gesprochen worden ist. Und auch sie gehen wieder eilends wohin. Ja? Das Wort Gottes, das zu uns kommt, das soll uns echt bewegen, ja, in Bewegung setzen. Und sie sind so smart irgendwie, weil sie sagen, wisst ihr was, wir gehen selber hin und wir schauen selber nach, was es auf sich hat, ja, mit diesem Wort, mit diesem Kind. Und ich möchte dir heute sagen, schau doch selbst nach, wer Jesus ist. Find's für dich selbst raus. Wenn du Jesus schon kennst, dann schau weiter nach, ja, such weiter nach ihm, dass du selbst rausfindest und siehst, wer er ist, wie er ist. Wenn du Jesus noch gar nicht persönlich kennst, keine Beziehung zu ihm hast für dich selbst, dann möchte ich dir sagen, hey, all das, was du gehört hast, auch über ihn, schau selbst nach. Red mit ihm, such ihn, schau für dich selbst nach, ob das, was du gehört hast, ob das stimmt. Ob er wirklich ein lebendiger Gott ist, ob er wirklich der Retter ist, der für dich gekommen ist, ob er wirklich da ist für dich, ob du seine Gegenwart erleben kannst. Schau selbst nach. Weißt du, wir leben nicht vom Glauben von jemand anderem. Wir sollen aber auch nicht vom Unglauben von jemand anderem leben. Bedeutet, wenn es niemand gegeben hat in deinem Leben, der geglaubt hat oder niemand in deiner Familie, dann soll auch das dich nicht zurückhalten, sondern find selbst heraus. Schau selbst nach. Und die Hirten machen das. Und sie finden es genauso vor, wie es ihnen verkündigt worden ist. Ist das nicht cool? Sie finden Maria, Josef und Jesus, der in der Krippe ist. Und dann gehen sie wieder weg und sie erzählen allen Leuten davon. Ja, sie sind voller Freude, sie loben Gott und sie erzählen allen Menschen. Wenn wir Jesus selbst sehen, wenn wir rausfinden, dass was Gott sagt, ist wirklich wahr, dann loben wir Gott. Warum? Es bringt so eine Freude in unser Herz. Okay, da ist ein Gott, der ist vertrauenswürdig. Was er sagt, das stimmt. Wir können das erleben, was er zu uns sagt. Wir können Jesus selbst für uns sehen. Und das bringt Freude in uns und auch so viel Stabilität und Sicherheit. Und dann ist da auch noch Maria. Und da steht, Maria behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. So, Maria hört Worte über Jesus, ob es jetzt der Engel ist, der zu ihr redet, die Hirten, die reden, ja, Josef, der auch diesen Traum gehabt hat, all das, was sie hört, behält sie in ihrem Herzen und da steht, sie hat es bewegt. Was bedeutet das? Ich glaube nicht, dass Maria alles damals schon so verstanden hat, wer Jesus wirklich ist, dass er auch ihr Retter ist, was Gott vorhat mit dem Leben von ihrem Sohn und mit ihr. Aber was sie gehört hat, hat sie im Herzen behalten und sie hat es immer ein bisschen bewegt. Du und ich, wir hören auch Dinge von Gott, die wir noch nicht ganz verstehen können. Aber wir sind klug, wenn wir wie Maria Worte, die von ihm kommen, in unserem Herzen behalten. Und du und ich, weißt du, wir sind die Hüter von unserem Herzen. Wir können entscheiden, welche Worte wir im Herzen behalten. Und wir behalten sie auch dadurch, indem wir sie immer wieder ein bisschen bewegen auch, indem wir darüber nachdenken, sie hervorholen. Maria war klug
und hat das getan. So, lass uns das auch machen. Immer wieder auch für uns selber schauen, Jesus suchen, Jesus sehen. Es bringt Freude in unser Herz, bringt Zuversicht und Sicherheit. Und die Dinge, die wir noch nicht verstehen, die Gott zu uns sagt, lass sie uns behalten, in unserem Herzen bewegen. Und das ist das Ende von der Weihnachtsgeschichte. Ja, von unserem Video-Adventkalender auch, das Ende von dieser Bibelgeschichte. Aber Jesus lebt. Er ist real, er ist in diese Welt gekommen vor 2000 Jahren, das haben wir gelesen, aber er ist immer noch hier. Er ist hier, er lebt und er möchte eine Beziehung haben mit dir und mit mir. Er ist der Retter der Welt, der für uns gekommen ist. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann möchte ich dich echt ermutigen. Es ist das Beste, ihn selbst zu kennen. Dann lad ihn ein, diese Weihnachten. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt für dich. Sag einfach, Jesus, ich glaube, du bist auch mein Retter. Du bist auch für mich gekommen. Du hast mich gesucht und ich möchte mit dir sein. Ich möchte eine Beziehung mit dir haben. Ich möchte mit dir leben. Mehr braucht es nicht. Und du wirst sehen, er kommt mit seiner Gnade, mit seiner Fülle, mit seiner Liebe, mit seinem Frieden, mit seinem Wohlwollen, mit seiner Hilfe. Und er ist für dich, er wird dich nie verlassen, er wird immer bei dir sein, wenn du ihn einlädst. So, mach das heute, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und wenn du es schon gemacht hast, lass uns wieder neu ihn suchen und ihn anschauen und über ihn staunen.